Schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zum Mystery Talk. Ich freue mich, euch heute wieder eine Persönlichkeit vorzustellen, die ihr regelmässig seht, hier auf diesem Sender live, wenn sie Beratungen macht. Und zwar geht es hier um schamanische Energiearbeit. Ganz herzlich willkommen, Heidi. Ja, ganz herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich nämlich. Heidi, du machst eine einzigartige Arbeit. Ich habe nämlich das noch von gar niemandem gehört und ich habe auch schon einige gesehen hier auf dem Sender. Schamanische Energiearbeit ist so ein bisschen dein Aufhänger, mhm, genau. Was ist das? Schamanische Energiearbeit ist eine Energiearbeit im Einklang mit dem Element, im Einklang mit der Natur und vor allen Dingen auch mit der Persönlichkeit, mit der Seele von jedem Einzelnen. Und das ist mir etwas ganz, ganz wichtig, dass es auch etwas ist, wo wir miteinander können schaffen. Das heißt, ich tue dem anderen eigentlich einen Weg aufzeigen oder mit ihm zusammen auch gewisse Sachen erarbeiten. Also geht es auch dort so um Selbstverantwortung? Es geht um Selbstverantwortung, es geht um Selbstachtung, Selbstliebe und der Respekt vor sich selber und vor allen anderen Lebewesen. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist elementar in dem Bereich. Oh, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Energiearbeit? Also wie geht das? Wie funktioniert das? Also, hat das etwas mit Chakra, Aura, mit was hat es? Es hat mit all den Energiebahnen zu tun und das Thema ist ja Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich spüre vieles über die Hände. Ich tue das unterstützen. Irgendwie die Hände sind meine Antennen. Mhm. Und über die Antennen bin ich dann verbunden. Also erstens mal tue ich mich sowieso mal mit der Energie verbinden, mit dem Universum, mit der Energie von Mutter Erde, wo mir ja stöhnt und wo mir wie ein Baum verwurzelt sein sollte. Aha. Was leider bei manchen Menschen inzwischen nicht mehr so ist. Entweder haben sie ziemlich abgehoben oder aber sie sind sich einfach nicht bewusst. Aha. Klar, der Baum weiß auch nicht, dass er die Wurzeln muss machen, aber er merkt, wenn ich die Wurzeln tiefer mache, dann bin ich sicherer, dann stehe ich stabiler. Aha. Und genau das, dass wir wieder in das Gefühl hineinkommen, dass wir das erkennen, wie wichtig das ist, dass wir unseren Instinkt, unserer Intuition dafür folgen, dass wir auch wichtig sind. Nicht nur alle anderen da draußen sind wichtig, sondern wir sind wichtig, jeder Einzelne von uns. Und jeder Einzelne hat genau seinen Platz und darf für sich selber mal zuerst schauen und in die Energie hineinkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ist das eine wichtige Botschaft, dass ich mal zuerst meine eigenen Wurzeln wieder bewusst werden darf? Ja, dir bewusst werden und die eigenen Wurzeln auch verstärken, mal für dich selber schauen, weil wenn deine Batterien leer sind, ja, wie willst du denn jemand anderem irgendetwas geben, dann hast du ja nicht mitzugeben. Das ist wie ein Radio, wo Batterien leer sind, da hast du keinen Empfang mehr. Ja, das ist ja so. Also dann machst du, kann man sagen, wie Seelenarbeit. Du tust die Seelen wieder zu ihren Wurzeln zurückführen. Mhm. Letztendlich müssen sie es aber selber machen. Ist das so? Das ist ja so, weil ich kann ihnen Sachen aufzeigen. Ich kann ihnen Methoden zeigen. Ich kann ihnen Werkzeug in die Hand geben. Aber den Weg gehen müssen sie selber, weil den kann ich nicht für sie gehen. Weil also ich muss meinen eigenen Weg gehen und sie dürfen dann ihren Weg gehen. Und ich nehme ihnen auch keine Entscheidung ab, sondern das muss jeder für sich selber machen, die Entscheidung treffen und dann auch die nötigen Schritte machen, weil sonst funktioniert das nicht. Also die Wurzel ausbilden muss ich selber. Das machst du nicht auch noch für mich? Nein, das mache ich nicht für dich. Nein, überhaupt nicht. Auch wenn ich Chakra-Arbeit mache, ich tue sie zwar durchputzen. Ja. Und das kann man sich vorstellen, da das Chakra ja nach vorne und nach hinten eine Öffnung hat, wie wenn ich so einen Gutterputzer habe und gehe mit dem da mal durchputzen. Oder aber ich kann jedes beliebige Hilfsmittel nehmen und kann das wirklich rausputzen und von der Energie her auch unterstützen. Und zwar rein von der Energieebene her, weil schlussendlich sind wir alle Energie. Also wenn du mal durchgeputzt hast, muss ich dann selber dafür sorgen, dass sie nicht wieder dreckig werden? Die ja, kann auch, so kann man das sagen. Und ich oder sag komm dir auch, regelmässig zu dir und lass mich durchputzen. Ja, das gibt es auch, dass Leute immer wieder kommen.
Oder dass sie kommen und sagen, du lass, kannst du mir mal kurz nachschauen. Weil es braucht natürlich am Anfang auch eine gewisse Zeit, bis das Bewusstsein da ist. Aha, wenn ich da jetzt zum Beispiel im Bereich vom Solarplexus da mir vorstelle, ich habe da vorne so wie einen Deckel drauf und den Deckel nehme ich ab und dann lasse ich das abflüssen. Oder aber ich stelle mir vor, da kommt so einen Schluch, den ich da kann anschließen und der tut mir das Ganze absuchen. Und dann fängt das wieder an zum Leuchten und dann merke ich, wie es leichter wird. Ja, so. Da gehört doch in die Energiearbeit auch eine ganz gesunde Portion Fantasie, kann man dem so sagen? Ja, sicher. Und man kann mit der Fantasie da ganz viel anstellen. Weil es geht ja darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und das funktioniert jetzt in dem Fall vor allem über die mentale Ebene. Und da kannst du wirklich alle möglichen Sachen vorstellen und die Hilfsmittel vor allen Dingen. Das ist wie, wenn du einen großen Werkzeugkasten hast. Und am Anfang steht man einfach da und hat das Gefühl, ja, okay, ich habe da einen riesen Werkzeugkasten, aber was mache ich jetzt mit dem? Und dann ist doch hilfreich, wenn da jemand ist, wo dir sagt, look, mit dem kannst du das machen, mit dem Hammer kannst du einen Nagel in die Wand rein tun. Und genau so kann man sich das auch vorstellen, dass das etwas ist, wo man zwar spürt, da ist etwas vorhanden. Und ich spüre auch, ich habe da einen Druck auf dem Bauch. Ich habe permanent einen Druck auf der Magengegend, aber ich weiß nicht woher. Also gehe ich zum Doktor und lasse mir meinen Magen durchchecken. Und irgendwo bringt es mir nichts oder es bringt mir zu wenig. Oder wie auch immer, da gibt es ganz verschiedene Methoden. Und plötzlich merke ich, hallo, wenn ich meine Gedanken verändere, dann verändert sich ja auch da mit meinem Gefühl etwas. Es verändert sich mein Körpergefühl. Mhm. Und plötzlich wirken Sachen, wo vorher vielleicht ja, zu wenig geholfen haben. Mhm. Also ist auch sehr, sehr wichtig, was mache ich mit meinen Gedanken. Und das tut mein Wohlbefinden beeinflussen. Absolut. Weil man unterschätzt das vielfach, die Macht der Gedanken. Und man gibt sehr viel Energie auf Sachen hin, vor allem in Ängste inne. Anstatt, dass man sich da mal hinstellt und die Angst auch mal anschaut und sagt, eigentlich ist das ja gar nicht so tragisch. Weil wenn ich genau hinschaue, plötzlich ergeben sich Lösungswege. Ja. Und um das geht es, dass man dann auch da wieder die Lösungsweg sieht. Also du sagst jetzt Stichwort Angst, das haben wir glaube ich alle ab und zu mal, oder? Mhm. Und dann kann das, also ich weiss jetzt, wie es bei mir ist, und dann möchte ich am liebsten einfach den Rücken drehen und davonlaufen. Mhm. Das ist keine Lösung, oder? Nein, weil du wirst die Angst nicht los. Du wirst immer davonlaufen. Mhm. Du wirst immer im entscheidenden Moment, oh shit, da könnte etwas passieren, Busch umdrehen, weglaufen. Und wenn dich aber dann mal hinstellst, dich umdrehst und dieser Angst mal in die Augen hineinschaust, jetzt mal bildlich gesprochen, dann wirst du feststellen, hallo, wovor laufe ich eigentlich davon? Mhm. Und wenn da eine durchgegangen bist, dann wird dir das Thema kaum noch Angst machen. Sondern dann wirst du feststellen, aha, ja, da kann ich etwas machen, da kann ich durchgehen und dann kommt es besser. Und dann plötzlich sehe ich auch wieder die Lösung. Ja, ja. Ich habe jetzt auch gerade so ein Bild bekommen, eben die Angst, oder? Mhm. Ich habe sie vorgestellt, so wie eine Form. Und ja. Dann nehme ich die mal einfach in den Arm. Wunderbar. Und dann plötzlich ist für mich wie ein Gefühl gekommen, aha, jetzt nehme ich sie mal an, die Angst. Ja. Und dann plötzlich merke ich ja während dieser Umarmung, dass sie mir etwas sagen möchte. Ja. So hat es sich jetzt gerade gefühlt, währenddem machst du gerade Energiearbeit mit mir. Nicht bewusst, aber es ist auf der mentalen Ebene sind wir natürlich verbunden miteinander. Ja. Und dann kommen bei dir eben auch Bilder, es kommen Assoziationen. Und die Bilder, die kannst du dann eben umsetzen. Und wenn du dir eben die Angst wie etwas vorstellst, eine Form, und du nimmst dir mal in den Arm. Du schaust es jetzt erst mal an, am Anfang schien sie riesengroß, weil oftmals ist es ja eine Angst, die zum Beispiel in der Kindheit entstanden ist. Und für das Kind war das riesig. Und jetzt hast du das Gefühl, ja, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann ist da so ein Riesending.
Und dann stellst du fest, ja, jetzt als Erwachsene ist das gar nicht so riesig, sondern das ist ja eigentlich etwas Herziges. Mhm. Und dann nimmst du es einmal in den Arm, schaust es an, nimmst es vielleicht sogar ans Herz und sagst, hey du, danke für das, was du mir hast wollen zeigen. Und dann kannst du das plötzlich integrieren und kannst etwas daraus machen. Das heißt, du kannst eine Lösung finden. Und plötzlich hast du keinen Grund mehr, Angst zu haben. Ja, wunderschön. Heidi, also jetzt so während dem Gespräch, hast du mir wirklich solche Bilder gegeben? Mhm. Passiert das auch bei deinen Kunden? Bekommst du da so Feedback? Ja, das ist ja so. Ich habe einige Kunden und eigentlich immer mehr, wo sagen, du erklärst das so, dass ich da mitgehen kann. Mhm. Und weißt, bei mir sind hinterher nach dem Gespräch zum Beispiel auch die Bilder noch weitergelaufen. Mhm. Und plötzlich habe ich Sachen gesehen oder erkannt, wo ich mich schon lange gefragt habe, wieso ist das so? Und es hat sich im Aussen etwas verändert. Ich gehe anders auf Leute zu, die Leute kommen mit anders auf mich zu. Ich habe mehr Frieden. Und ich habe mehr innere Kraft wieder bekommen. Das komme ich vielfach als Feedback über, ja. Und dich kann man jetzt hier auf dem Sender natürlich regelmäßig erreichen. Mhm, das ist so. Zum Teil sogar live, gell? Ja, natürlich. Man kann mich immer wieder live erreichen. Man kann natürlich auch Privatsitzungen machen. Man kann mich im Hintergrund erreichen, auf der Hotline. Und da vor allem auch, also tagsüber und abig vor allen Dingen auch, zu unterschiedlichsten Zeiten, das ist immer... Und wenn du so Einzelsitzungen machst, wo machst du die? Wo findet die statt? Also entweder da in Langenthal oder dann aber bei mir in der Praxis, das ist in Otterbach im Kanton Zürich. Nähe Zürich? Ja, nähe Zürich, bei Affoltern am Albis, das sagt meistens in der Mähe. Also. Und das Buchen natürlich auch über den Sender. Sicher, ist über den Sender zum Buchen. Und das funktioniert sehr gut. Und man kann da wirklich sich darauf verlassen, dass da das dann auch entsprechend kann stattfinden. Und wir können dann natürlich viel tiefer gehen. Weil auf der Sendung, wir wollen ja niemanden bloßstellen. Und vor allen Dingen, es ist so, dass manche Leute, die haben Angst, sich dann zu öffnen, weil sie nicht wissen, was passiert. Und dann ist es eben besser, wenn man das im Hintergrund macht oder eben auch in einer Privatsitzung, weil dort können wir natürlich sowieso nochmal tiefer gehen, weil wir ganz andere Qualitäten erreichen. Klar, mit dem Telefon, das funktioniert wunderbar, auch über den Sender, über das funktioniert super. Aber wenn man einander vis-à-vis sitzt, kann man gewisse Sachen noch mal tiefer anschauen, da kann man noch tiefer reingehen. Machst du, du hast ja vorhin erwähnt, mit deinen Händen, da hast du Energie. Also tust du auch die Menschen berühren an den Einzelsitzungen oder so Energie übertragen? Oder? Das kommt ganz darauf an. Das ist wirklich, ich verlasse mich da auf meine Intuition, dass es entweder über Berührung funktioniert, wo man jemanden wirklich anschaut, also anlangt natürlich, oder aber wo es knapp über dem Körper zum Beispiel ist. Es ist, gibt ganz verschiedene Sachen. Es kann auch sein, dass man eine Art geführte Meditation macht. Da lasse ich mich wirklich von der Intuition dann führen, weil vieles läuft eben auch auf der mentalen Ebene ab, wo man dann miteinander wirklich in der Verbindung sind und das könnt ihr so anschauen, ja. Gut, Heidi, das ist ein Teil von deinem Arbeiten. Mhm. Du machst aber noch andere Sachen. Ja, ich mache natürlich auch noch mit der Numerologie. Und da sehr viel eben über das Geburtsdatum. Sprich, wenn es darum geht zu schauen, welche Lebensaufgabe habe ich mitgebracht. Dann aber auch, was ist mein aktuelles Thema, woran... Ja, wo stehe ich im Moment in meinem Leben? Was ist meine Jahresaufgabe? Das geht immer so von Geburtstag zu Geburtstag. Und man kann natürlich da noch ganz andere Aussagen machen. Man kann auch Partnervergleiche machen. Oder wenn man weiß, es gibt Personen, mit denen habe ich immer wieder Konflikt. Warum ist das so? Dann kann man reinschauen mit dem Geburtsdatum. Wie sind die beiden zum einen aufgestellt von der Lebensaufgabe her? Und zum anderen aber auch vom aktuellen Stand im Leben. Und da kann es sein, dass zwei, die vielleicht sogar
in der Lebensaufgabe sehr gut zusammenpasst, dass die an völlig unterschiedlichen Erfahrungsstufen in ihrem Leben sind. Und dann haben die natürlich gewisse Ecken und Kanten, wo sich da immer wieder auftüren. Und wo es darum geht, dass man gegenseitig dann auch allein schon durch das, dass man es versteht, ah, der andere ist schon von einem anderen Level im Moment, dann plötzlich erkennt man, warum das im Moment vielleicht gerade eine schwierige Phase ist. Und wenn man die überstanden hat, dann kann es wieder in die Harmonie reingehen. Okay, also unterschiedliches Schaffen. Und wenn du da so viel Wissen hast, wie du das jetzt gerade offenbart hast, könnte ich mir vorstellen, wie sieht das aus, kann man auch bei der Heidi ein Seminar buchen? Ja, das kann man. Die Heidi ist am Vorbereiten. Weil ich habe bisher immer ein bisschen Schiss davor gehabt, Seminare zu geben. Ah, wisst ihr, ich möchte Angst umarmen. Ah ja, natürlich, weil genau das ist es ja, das auch weiterzugeben, um sich dem zu stellen und auch das Thema wirklich anzugehen. Mal, aber da bin ich dran. Da freue ich mich sehr. Da bin ich eben am Angst umarmen. Ja, genau. Ich freue mich sehr, weil ich finde, das ist eine ganz schöne Arbeit, die du leistest. Also zum einen tust du schon, glaube ich, ein bisschen erste Hilfe leisten, wenn jemand wirklich am Boden ist, oder? Und zum anderen führst du die Leute ja auch eben in die Selbstverantwortung. Hast du ein schönes Wort? Selbstverantwortung, das tönt Selbstliebe und Selbstachtung. Ja, genau, das tönt viel besser. Ja. Oder? Und dann geht man auch selber vorwärts, man geht seinen Weg. Ja. Und das bewusst und zielbewusst. Genau. Oder? Ja, genau. Ja. Also wunderbare Sache. Gut, jetzt haben wir, was haben wir jetzt besprochen? Die Energiearbeit sicher zuvorderst, dann Numerologie so ein bisschen als Hilfsmittel, gell? Genau, und dann habe ich natürlich auch die Tarotkarten. Aha. Und ich arbeite da mit dem Crowley-Tarot, weil für mich hat das, für manche hat es zu viel Symbolik drin. Mir hat es genau die Symbolik drin, die ich brauche für die Umsetzung, um da noch mehr können rauszuholen, um da mehr in die Tiefe zu gehen. Weil es hat eben auch von der Symbolik her so Sachen drin, es sind viele Lernaufgaben. Und ich habe eben das Glück gehabt, dort jemanden kennenzulernen, der auch mehrere Bücher geschrieben hat zu dem Thema und wo dann die Licht- und Schattenseiten als Erfahrungsweg auslegt. Also sprich, man sieht eben Licht und Schatten, nicht dieses Gut-Böse und mit magisch und schwarzmagisch und was weiß ich was, sondern es sind Lernaufgaben. Und plötzlich verliert eben auch Sachen wie der Untergang oder wie der Tod, die verliert ihre Negativität, ihre Angst, wenn ich sehe, aha, das ist ja gar nicht so, sondern das ist eine Lernaufgabe für mich, gewisse Sachen zum Beispiel loszulassen, auch zum Beispiel meinem Ego zu sagen, los Schatzli, zeig mir lieber, wie es geht, anstatt dass du mich da ständig einbremsest. Was machst du genau? Ich glaube, als Kunde stelle ich dir einfach einmal meine normalen Alltagsfragen stellen und du führst mich dann durch. Es sind verschiedene Sachen. Zum einen ist es die Möglichkeit mit dem Kartenlegen, dass man entweder nach einem bestimmten Legesystem oder auf ein bestimmtes Thema hin einmal Karten ziehen und dann finden wir eine Lösung oder eine Antwort auf deine Frage, indem wir eben über die Karten schauen. Ich nutze aber die Karten auch zum Beispiel in der Energiearbeit zur Unterstützung, indem ich schaue, ich nehme zum Beispiel einen Engel und ich nehme vielleicht eine Tarotkarte und tue dir einmal unter deinen Stuhl her. Und dann wirst du eine Veränderung feststellen von der Energie. Es unterstützt dich dann. Und genau die Karte, wo da ist, die hat eben auch ihre Energie. Und da sind wir wieder bei der Energiearbeit, dass man dir mit dem kann unterstützen, wo dich dann eben in dir unterstützt, die Energie reinbringt und plötzlich wird es leichter, plötzlich wird es offener. Macht für mich Sinn, weil wir haben ja irgendwann im Gespräch herausgefunden, der Gedanke ist relevant, wie ich mich fühle. Genau. Und so eine Karte tut natürlich meine Gedanken beeinflussen und dann fühle ich mich anders. Ich spüre ja die ganze Energie. Genau.
Heidi, du glaubst es nicht, wir sind schon am Ende unserer Sendung. Ja. Es war so schnell, es war so schön mit dir. Danke. Vor allem die Bilder, die du mir hierher hast gestellt. Hast du wahrscheinlich nicht du gemacht, aber das habe ich gemacht, oder? Wie muss ich das sehen? Das sind Bilder, die bei dir, von deinem höheren Selbst, von deiner Seele her, sind die Bilder gekommen, bei dir. Und ich habe meine Bilder gehabt. Weil wir sind eben über Seelenebene miteinander verbunden. Und deine Seele bringt dir die Bilder, die für dich stimmig sind, ja, und wo dir helfen, mit dem Thema klarzukommen und das Thema noch tiefer zu verstehen. Aber deine Energie hat das gemacht, weil so habe ich das nämlich noch nie erlebt. Du hast das wunderbar gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das schöne Gespräch. Danke vielmals. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war schon der Mystery Talk. Ihr habt vielleicht genauso viel Freude gehabt und so viel Energie dürfen spüren, wie ich jetzt. Nicht zögern, Heidi ist da auf dem Sender erreichbar für euch. Sei das in einer Einzelsitzung, ja, eben auch Seminar werden wir dann erfahren und natürlich auch in den Fernsehsendungen. Ich wünsche euch allen zusammen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Eisel.